Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Dieses Mal geht es um das neue Wirtschaftssystem, das mit Patch 0.5.12 eingeführt wurde. Ich weiß, das ist jetzt schon einige Patches her, dennoch ist mir aufgefallen, dass noch viele Spieler Defizite im Wissen, also im quasi Basiswissen des Spiels haben, wie man denn am effizientesten Credits oder Erfahrungspunkte farmt. Das liegt daran, dass sie nicht wissen, wie anteilsmäßig den Schaden und Credits ausgeschüttet werden, bei welchen Aktionen. Zuallererst möchte ich aber ein paar allgemeine Anmerkungen machen, die ich leider auch immer wieder im Forum lese, nämlich jedes Schiff hat fixe Reparaturkosten. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, wie viel Schaden man im Gefecht nimmt, ob man jetzt 1000 Schaden im Gefecht nimmt und das Gefecht gewonnen ist, oder ob man total versenkt wird, man zahlt immer die gleiche Menge an Reparaturkosten. Diese Menge an Reparaturkosten ist festgelegt pro Schiff und pro Tier. Eine entsprechende Tabelle wurde von Wargaming veröffentlicht und ist im Forum zu finden. Diese fixen Reparaturkosten werden sofort zu Beginn des Gefechts abgezogen. Zusätzlich dazu kommen natürlich alle für Silber gekauften Premium Consumables wie Premium Tarnung, Aufklärungsflug, Reparaturteam etc. plus die tatsächlich verschossene Munition inklusive Torpedos sollten diese vorhanden gewesen sein. Kommen wir nun zum weiteren grundlegenden Beispiel, wie man Credits verdient. Ein großer Teil davon wird natürlich über Schaden generiert. Doch wie funktioniert das? Stellt euch vor, wir haben hier ein Schiff, beispielhaft mit 10.000 Strukturpunkten, das sind die Hüllenpunkte oder auch HP genannt. Und Wargaming unterteilt dieses Schiff, in diesem Fall nehmen wir einen Zerstörer mit 10.000 Strukturpunkten, in 5 Teile. Quasi wir arbeiten hier mit Fünfteln. Schießt man 9.999 Strukturpunkte dieses Schiffes runter, hat ja also auf seinem Schadenskonto, dann bekommt man 5 Fünftel des von Wargaming angesetzten Wertes dieses Schiffes an Credits und Erfahrung. Zusätzlich dazu bekommt man noch ein Fünftel Abschussprämie, wenn man ein Schiff versenkt. Ich habe jetzt hier in meinen Kreisen sinnbildhaft für Schiffe einen Strukturpunkt drin gelassen, damit nicht jemand ankommt und sagt, hey, aber wenn der 0 Strukturpunkte hat, dann ist er ja schon tot. Es kann theoretisch auch möglich sein, dass 0 Strukturpunkte angezeigt werden, wenn anteilsmäßiger Schaden durch Brand gemacht wird, gelöscht wird und der Wert unter 0,5 Strukturpunkte sinkt. Das war früher in einzelnen Situationen möglich, gab auch Screenshots davon. Deswegen steht hier jetzt ein Strukturpunkt drin. Die 9.999 Strukturpunkte sollten die 5 Fünftel trotzdem komplett füllen. Sprich, wenn man jetzt ein Schiff deletet mit einem vernichtenden Schlag, mit einer Detonation, also ein Schiff, den kompletten Schaden, der an Strukturpunkten macht, inklusive Kill, wird man theoretisch überbezahlt mit 6 Fünfteln des Wertes, das vom Wargaming dafür bestimmt worden ist. Da wir nun die absoluten Basics hinter uns haben, kommen wir zur generellen Auflistung im Bereich Schaden. Wie ihr vorher schon gesehen habt, ist ein zerstörtes Schiff ein Fünftel eines komplett zerstörten Schiffes und der Begriff komplett zerstörtes Schiff bezieht sich nun auf die 10.000 SB, auf die 99,9994% der Hüllenpunkte eines Schiffes. Das ist ein komplett zerstörtes Schiff. 30 abgeschossene Flugzeuge bringen ebenfalls den Wert eines komplett zerstörten Schiffes, also 5 Fünftel. Macht ihr nun Aufklärungsschaden mit einem DD oder mit einem CV, bekommt ihr 2% auf das Einkommen des Spielers, der durch euer Aufklären Schaden an einem bestimmten Schiff gemacht hat. Sprich, nehmen wir wieder als Beispiel den Zerstörer, hat er 5000 Schaden auf den Zerstörer gemacht, den ihr aufgeklärt habt, während er zum Beispiel hinter einer Insel steht oder im Nebel steht, dann bekommt ihr 2% davon. Ebenfalls für den potenziellen Schaden bekommt ihr Einkommen, nämlich 15% auf das Einkommen, das der Spieler machen würde, würde er euch treffen. Natürlich wisst ihr, wie potenzieller Schaden funktioniert. Ich werde es euch trotzdem noch einmal erklären. Alles, was im Umkreis von 700 Metern um euch, um euer Schiff einschlägt, aber nicht trifft, wird als potenzieller Schaden gerechnet. Sprich, schießt eine Yamato eine AP-Salve auf euer Schiff, 2 Kugeln treffen und die restlichen 7 gehen daneben, rechnen die 7 Kugeln in den potenziellen Schaden. 15% auf das Einkommen, das diese Kugeln theoretisch machen hätten können,
werden euch schlussendlich aufs Konto gelegt. Und warum sind das so viel mehr Prozent als im Aufklärungsschaden? Das liegt daran, dass verschiedene Schiffe unterschiedlich viel potenziellen Schaden tanken können. Der Schaden geht zwar daneben, aber dadurch, dass so viele Schiffe dann auf euch schießen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr auch getroffen werdet. Aber natürlich ist Schaden machen nur eine Möglichkeit. Eine zweite große Möglichkeit ist die Eroberung. Und wir wissen, wir haben unterschiedliche Eroberungsgefechte. Einmal Herrschaft und die Standardgefechte und einmal Epizentrum. Diese werden von Wargaming unterteilt. Wenden wir uns zuerst Herrschaft und Standardgefechten zu. Wenn man eine Basis alleine erobert, bekommt man ein Drittel eines komplett zerstörten Schiffes. Quasi 5/5 und davon ein Drittel. Was dann so ist, wie als hätte man von dem 10.000 Strukturpunkte Schiff zu Beginn 3.333 Strukturpunkte runtergeschossen. Des Weiteren bekommt man ebenfalls Punkte und Credits für das Zurücksetzen einer Basis. Und hier wird es jetzt ein kleines bisschen kompliziert. Man muss nämlich so oft Schiffe zurücksetzen, dass man so viele Punkte zurücksetzt, wie es notwendig ist, eine Basis zu erobern. Nehmen wir einfach an, eine normale Basiseroberung dauert 60 Sekunden. Man bekommt pro Sekunde einen Punkt. Da muss man 60 Punkte zurücksetzen. Auf gut Deutsch ist ein Schiff jetzt 30 Sekunden beim Erobern eines Caps und ihr schießt auf das Schiff und resettet das Schiff auf 0, dann habt ihr 30 Punkte zurückgesetzt. Das müsst ihr dann so oft machen, bis ihr 60 Punkte zurückgesetzt habt und dann bekommt ihr dafür ein Drittel einer Basiseroberung, die ihr alleine gemacht habt, was dann schlussendlich ein Neuntel eines komplett zerstörten Schiffes ist. Ebenfalls erhaltet ihr Punkte für eine Eroberung blockieren. Hier habe ich als Beispiel die 60 Sekunden für ein normales Gefecht mit drei Caps genommen, denn ihr wisst, wenn ihr reinfahrt, sind es 60 Sekunden. Wenn ihr die Eroberung 60 Sekunden blockiert, dann bekommt ihr ein 1/21 eines komplett zerstörten Schiffes. Es ist ein Siebtel eines Drittels. Ihr wisst, ich habe es einfach schlussendlich ausgerechnet. Es ist ein 1/21 eines komplett zerstörten Schiffes und das sind um die 500 Punkte. Also jetzt hättet ihr 500 Strukturpunkte runtergeschossen beim vorher erwähnten beispielhaften Zerstörer mit 10.000 Strukturpunkten. Doch damit nicht genug, wir haben unser liebgewonnenes Epizentrum. Erobern und Verteidigen der einzelnen Epizentrumpunkte bringt ein Drittel der Werte vom Standard- und Herrschaftsgefecht. Was natürlich bedeutet, dass Erobern ein Drittel von einem Drittel eines komplett zerstörten Schiffes ist und das ist ein Neuntel eines komplett zerstörten Schiffes. Es gibt bei Epizentrum also weniger. Fürs Basisblockieren bekommen wir nur noch ein Zehntel der Werte von Standard und Herrschaft. Das bedeutet wiederum, dass Epizentrum scheiße ist. Sprich, ihr werdet beim Blockieren, Erobern und Verteidigen vom Epizentrum sehr, sehr, sehr viel weniger EP und Credits bekommen, als ihr es in einem normalen Standard- und Herrschaftsgefecht bekommt. Und hier zählt großteils einfach Schaden, Schaden, Schaden. Und für die meisten Schiffe wird Schaden, Schaden, Schaden zählen. Am Ende möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass Schaden nicht gleich Schaden ist, sondern es zählt auf welches Schiff man Schaden macht. Hier im Beispiel hatten wir ein 10.000 SP Strukturpunkte Zerstörer und das waren 5/5. Aber wenn ihr nach Tier 10 schaut und einen großen Kurfürsten ansetzt, der hat 105.000 Strukturpunkte. Auch dieses Schiff wird mit 5/5 gewertet. Sprich, wenn ihr auf einen Zerstörer schießt und dabei nur weniger Schaden macht, als wenn ihr auf einen Kurfürsten schießt, kann es trotzdem mehr wert sein, als wenn ihr einen großen Kurfürsten versenkt. Die Versenkung an sich wird immer gleich gewertet. Ob ihr jetzt einen großen Kurfürsten versenkt, ist das ein Fünftel des Gesamtschiffes. Oder ob ihr einen Zerstörer versenkt, ist es ein Fünftel des Gesamtschiffes. Wenn ihr aber 10.000 Strukturpunkte an einem Zerstörer macht, der 12.000 Strukturpunkte besitzt, oder 10.000 Strukturpunkte an einem großen Kurfürsten, der 105.000 Strukturpunkte besitzt, werdet ihr für den Zerstörer viel, viel mehr bezahlt. Ungefähr 9 bis 10 Mal so viel. Außerdem möchte ich noch anmerken, dass es bestimmte Boni und Mali gibt, je nachdem auf welchem Tier sich euer Schiff befindet und auf welchem Tier sich das von euch beschossene Schiff befindet. Sitzt ihr in einem Tier 5er Schiff und schießt auf ein Tier 4er Schiff, werdet ihr geringfügige Abzüge an Credits und Erfahrung bekommen, da ihr ja superior seid. Schießt ihr mit einem Tier 5er Schiff auf ein Tier 6er oder Tier 7er Schiff, werdet ihr einen geringfügigen Bonus erhalten, da ihr ja inferior seid, also ein schlechteres Schiff besitzt. Aber warum hat Wargaming das Wirtschaftssystem angepasst im Patch 0.5.12? Es war auffällig, dass natürlich alle Spieler begonnen haben, Schaden zu vermeiden, um maximalen Schaden zu generieren. Die Caps wurden gemieden. Es war das, was heute als Beckenrand schwimmen, als Randlinie campen bezeichnet wird, Überhand zu gewinnen. Deshalb hat Wargaming einfach gesagt, ja,
Wir schließen die Kluft zwischen sehr guten Spielern und sehr schlechten Spielern, was die Kosten beläuft, und verrechnen einfach allen einen Fixbetrag. Manche waren damit glücklich, manche wiederum nicht. Nun ist es, wie es ist. Nehmt es wie ein Mann. Viele werden es nicht anders kennen, aber ich hoffe, jetzt wisst ihr mehr Bescheid darüber. Das nächste Video ist übrigens darüber, wie Flaggen, Premiumzeit, unterschiedliche Tarnungen Auswirkungen auf die erhaltenen Credits und Erfahrungspunkte und Kapitänspunkte haben. Seid also auch nächste Woche wieder dabei, wenn es ein neues Tutorial gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann wieder im Gefecht. Ciao!